Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Neutrends und News. Schneidet euch an, bringt euren Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Jinx. Nicht nur, dass die Patch 14.6 Crit-Item-Changes bei ihr als Hyper-Carry so richtig reinschallern, auch bei ihrem Build-Path hat man nun herausgefunden, wofür man wirklich gehen sollte. Static Shift Rush scheint das absolute Nonplusultra zu sein, danach geht man dann aber weiterhin einfach Kraken und AI und schon hat Jinx all das, was sie braucht, um zum absoluten Teamfight-Monster zu werden. Ihre Pickrate und Bunrate sind abartigst explodiert und auch ihre Winrate ist insbesondere in den hohen Rängen absurd hoch. Sie hat momentan die höchste Pickrate im gesamten Spiel und das praktisch aus dem Nichts. Bevor wir zum Abfallleimer der Woche springen, würde ich euch einmal kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Welcher Champion braucht eurer Meinung nach dringend ein Rework? Für mich zu 100% Trinnabär, schreibt euren Pick aber mal unbedingt in die Kommentare. Springen wir damit aber direkt zum Abfallleimer der Woche. Und das ist Smolder. Dass die Patch 14.6 Nerfs ordentlich reinschallern werden, war glaube ich so ziemlich jedem klar. Seine Winrate ist praktisch überall um 3% runtergegangen. Smolder ist im Early Game nun wirklich eine absolute Meme. Zwischen 42 und 44% Winrate hat er in Spielen bis zur 25. Minute. Danach steigt seine Winrate zwar an, allerdings nur auf in etwa die 50% Marke. Im letzten Patch hatte er ab der 30. Minute noch fast 60% Winrate. Es wird Zeit für unsere Nope der Woche und das ist Shaco. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum dieser Champ eine so abartig hohe Bunrate hat und vor allem auch nicht, warum seine Bunrate seit Ewigkeiten stetig ansteigt. Insbesondere in Silber und Gold hat er eine absurd hohe Bunrate jenseits der 30%, obwohl er in diesem Bereich nicht mal 50% Winrate hat. In Diamond hat er die höchste Winrate, dort aber auch gleichzeitig die niedrigste Bunrate. Ich persönlich empfinde Spiele gegen Shaco fast immer als ziemliche Freewins, aber scheinbar betrachten insbesondere Spieler aus den unteren Rängen ihn als absolute Folter. Verlieren wir jedoch keine weitere Zeit und springen direkt zu unserem Broken Pick der Woche und das ist Talia. Sie hat ab Emerald eine absolut geisteskranke Winrate von teils über 55% und das Absurde, niemand spielt sie, wirklich niemand und gebannt wird sie auch nicht. Außerhalb von Diamond kommt sie nicht einmal auf eine 1%ige Bunrate. Sie ist statistisch betrachtet der beste Midlaner im Spiel und zerstört immobile Mages in der Midlane wie kein anderer Champion. Dazu ist es ja auch nicht so, als wäre der Champ jetzt unfassbar schwer zu spielen. Ich habe in meinen mittlerweile mehr als 6 Jahren als LoL-Caster und Analyst selten Champs gesehen, die so abartig gute Statistiken haben und trotzdem praktisch nie gepickt oder gebannt werden. Damit sind wir jedoch an unserem nächsten Halt, dem Item der Woche angekommen und das ist Eclipse. Seitdem das Item die 2-Hit Max-HP-Damage-Komponente hat, ist es aus meiner Sicht abartig underrated. Mit etwa 52% Winrate ist es insgesamt statistisch nicht so stark, allerdings liegt das aus meiner Sicht vor allem daran, dass man das Item weiterhin auf Champions baut, auf denen das einfach ziemlicher Unfug ist. Insbesondere auf Top-Lane-Brusern ist das Item als drittes oder viertes Item eine absolute Bombe. Fiora abused das Item zum Beispiel wie kein anderer. Sie prockt das ganze Ding mit Q-Auto in einem Bruchteil von einer Sekunde und schankt euch mit einem Vital gratis dazu für ja mal locker 30% eurer Leben, ohne dass ihr irgendwie Counterplay dagegen habt. Aber auch als Rush-Item ist es extrem stark auf Champions wie zum Beispiel Xin Zhao, Vi oder Camille Support. Vor allem auf dem koreanischen Server haben die Leute scheinbar realisiert, wie absurd stark das Item ist, denn während es bei uns das nur sechstbeliebteste Item im Spiel ist, ist es auf dem koreanischen Server das am dritthäufigsten gebaute Item. Springen wir damit direkt zum Fail der Woche und da haben wir mal wieder eine fragwürdige Entscheidung von Riot. Riot-Mitarbeiter dürfen Streams, in denen sie Riot-Spiele streamen, nicht mehr monetisieren. Sie dürfen weiterhin noch streamen, damit allerdings kein Geld mehr machen. Das Ganze kommt, nachdem Riot Mordog und Riot August beide auf Twitch zu wirklich sehr populären großen Streamern geworden sind. Beide haben wirklich fantastische Streams mit riesigen Viewerzahlen, die extrem informativ sind. Sie machen praktisch im riesigen Stil völlig kostenlos Werbung für Riot und das sehr, sehr erfolgreich. Und seien wir ehrlich, wieso sollten sie damit nicht auch den ein oder anderen Euro verdienen dürfen? Das Ganze macht, zumindest aus meiner Sicht,
so wirklich gar keinen Sinn. Das Einzige, was ich mir höchstens erklären könnte, wäre, dass es natürlich für Riot als Unternehmen blöd wäre, wenn ein Mitarbeiter im Stream etwas, sagen wir, ziemlich Unpassendes sagen würde. Da macht für mich persönlich diese Regel aber umso weniger Sinn, denn sie dürfen ja weiterhin das Ganze streamen, nur halt eben ohne finanzielle Einnahmen. Damit wird es jedoch Zeit für unseren Trick der Woche und da habe ich für euch einen Trick, mit dem ihr den Herald deutlich schneller nehmen könnt, mitgebracht. In einem vergangenen Kluftkurier hatte ich ja bereits den sogenannten Baron-Gaze-Effekt erklärt, der euren Damage halbiert, wenn ihr zuletzt vom Baron attackiert wurdet. Die allermeisten Spieler wissen allerdings noch nicht, dass der Herald in der Season 14 den gleichen Effekt hat. Ihr müsst also, wenn ihr den Herald alleine macht, all euren Damage und Burst, den ihr irgendwie nur habt, direkt raushauen, bevor euch der Herald attackiert, da ihr, nachdem ihr einmal gehittet worden seid, nur noch 50% Damage an dem Herald macht. Sofern ihr den Herald nicht alleine macht, sollte selbstverständlich damit auch derjenige, der den wenigsten Damage macht, das Ganze tanken. Bevor wir zu den neuesten Nachrichten und Plänen von Riot kommen, nur noch 25 Abonnenten fehlen uns, damit wir unser 1000 Abonnenten Giveaway starten können, bei dem ihr einen von 10 Hextech-Chests inklusive Key gewinnen könnt. Falls ihr das Ganze also noch nicht gemacht habt, abonniert unbedingt unseren Kanal, damit ihr keinen weiteren Kluftkurier oder Rift Report mehr verpasst. Außerdem unterstützt ihr uns so am allerbesten. Machen wir damit aber einen großen Flug zu unserer letzten Rubrik und zwar, was macht eigentlich Riot? Zunächst einmal ist Skarnas Rework nun auf dem PBE und kommt auch bereits am 3. April auf die Live-Server. Seine Passive ist eine extrem einfache 3-Hit-Passive. Beim dritten Auto-Hit macht ihr einfach Max-HP-Burn-Damage. Sein Q hat zwei Iterationen. In der ersten nimmt er einen Stein vom Boden und empowert damit seine nächsten 3 Auto-Attacks. Ihr bekommt schlichtweg mehr Damage, mehr Range und mehr Attack-Speed. Bei seinem dritten Auto wirft er dann den Stein für Bonus-Damage und einen Slow. Skarna kann das Ganze allerdings auch grundsätzlich recasten und den Stein als Skillshot auch einfach schlichtweg nach vorne werfen. Das Ganze macht dann AOE-Damage und slowt natürlich ebenfalls. Sein W ist weiterhin ein Schild, zusätzlich dazu gibt es allerdings noch eine Shockwave obendrauf, die sich um ihn herum ausbreitet und Damage macht als auch slowt. Mit seinem E könnt ihr nun endlich Tokyo Drift auf der Kluft nachspielen. Er beschleunigt sich, ignoriert Terrain und schnappt sich den ersten Champion, den er trifft. Wenn er diesen in eine Wand haut, damagt das Ganze und stunt auch noch. Seine Ult ist extrem ähnlich zu seiner alten, allerdings hat das Ganze nun mehr Range und ist dazu auch noch ein Skillshot. Dafür könnt ihr allerdings nun bis zu 3 Champions gleichzeitig aufspießen. Zu guter Letzt müssen alle MMO-Fans von euch nun stark sein, denn Riot Trindamer, der CPO von Riot, hat nun getweetet, dass Riots MMO noch sehr lange brauchen wird. Grund dafür ist, dass man das gesamte Projekt noch einmal komplett neu startet, da das bisherige Projekt wohl einfach schlichtweg zu nah an bereits bekannten MMOs draußen war und Riot ein völlig neues MMO-Erlebnis schaffen will. Das bedeutet allerdings auch, dass ihr nun mit größter Wahrscheinlichkeit für mehrere Jahre nichts mehr vom Projekt hören werdet. Das Spiel wird also mit Sicherheit nicht ansatzweise in der absehbaren Zukunft rauskommen. Das war's aber tatsächlich schon wieder vom Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten LoL-Trends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal. Den nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.